Vielen Dank. Nun, ich werde versuchen, oder ich glaube, es wird mir nicht schwerfallen, die etwas vorgerückte Zeit einzuholen. Und wenn Sie bei mir den Eindruck haben, ach, das ist das Schöne, jetzt verstehe ich endlich Schweizerdeutsch, dann muss ich Sie enttäuschen, das ist nur das, was Sie in der Schweiz und der Hochdeutsch verstehen. Ja, also, ich möchte Ihnen etwas zu einer Anwendung erzählen, die wir realisiert haben. Bauzonenstatistik, ich gebe es zu, klingt nicht wahnsinnig spannend. Ich möchte eigentlich zum einen im Vortrag darauf eingehen, um was ging es überhaupt, aber zum anderen so ein bisschen auch eine persönliche Meinung zu Anwendungen bzw. zur Entwicklung mit OSS für das Amt, insbesondere was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Also wie gesagt, zum einen die Projektvorstellung, dann wie wurde das technisch umgesetzt. Schließlich kurz nur Softwarekomponenten PostGIS 2.0 und dann das Konzept von dynamischen Attributen, das wir verwendet haben. Und eigentlich würde ich lieber dann beim Fazit noch etwas mehr sagen. Hoppla. Die Ausgangssituation. Ich kenne die Situation in Deutschland nicht ganz genau, aber Sie können sich vorstellen, wie in der Schweiz mit doch einem etwas kleineren Land gegenüber Deutschland sind schon seit einiger Zeit oder ziemlich langer Zeit sehr damit beschäftigt, wie gehen wir haushälterisch mit unseren Ressourcen, insbesondere mit unseren Bodenressourcen um. Dann haben wir noch die Berge in der Schweiz, oder? Die sind auch für die Besiedlung etwas oder teilweise oder vorwiegend ungeeignet. Und das führt dazu, dass man im Bereich der Raumplanung natürlich einiges an Aufgaben hat. Hinzu kommt die ganze Zersiedlung der Schweiz. Das ist ein Thema, das ich denke, das auch in Deutschland sehr aktuell ist. Man hat einen gewissen Wohnbedarf, der nimmt meines Erachtens stetig zu, aber die verfügbare Fläche nimmt natürlich nicht zu und da gibt es einen Konflikt. Nun, was macht man? Man erfasst grundsätzlich mal den Ist-Zustand, bildet den in diversen Statistiken ab und versucht dann natürlich entsprechend praxistaugliche Lösungen oder zumindest Lösungsansätze zu entwickeln. Und so ein bisschen in diesem Prozess stehen wir da mittendrin. Es gibt also einerseits natürlich gesetzlich vorgeschrieben gewisse Regeln, die man beachten muss und andererseits gibt es auch gewisse Aufträge, die daraus abgeleitet werden. Also beispielsweise 2007 so eine erstmalige statistische Erhebung, möglichst vollständig in der gesamten Schweiz, die sich dann eben Bauzonenstatistik Schweiz nennt. Was ist das Ziel dieser Erhebung, beziehungsweise was soll da abgebildet werden? Zum einen natürlich mal soll diese ganze Statistik einen Überblick schaffen, was ist überhaupt heute verfügbar, was ist vorhanden. Also so einen Überblick in Größe, Lage der Bauzonen natürlich, aber auch insbesondere natürlich der unüberbauten Bauzonen, weil dort steckt das Potenzial drin. Dann geht es aber auch, wenn man beim Thema ist, um weitere Informationen, wie beispielsweise wie gut sind die entsprechenden Parzellen erschlossen, ein ganz wichtiges Thema, und eben die Verkehrsanbindung etc. etc., alles Einflussgrößen, die natürlich in einem gewissen Sinn dann auch den Wert einer Parzelle bestimmen. Ja, und schließlich, wer soll das tun? Das sind bei uns die Kantone, von denen gibt es 27, das ist ja quasi das Äquivalent, natürlich in etwas eingeschränkter Größe, wie bei den Bundesländern. Wenn man dann den Bericht anschaut, der 2007 erstellt wurde, dann sehen Sie solche Abbildungen, solche Darstellungen, also so klassische statistische Auswertungen. Und was natürlich interessant ist, sind dann die Unterteilungen, diese einzelnen Zonen. Ja, und man sieht da ganz klar, welche Zonen sind vorherrschend und so weiter. Und das hat dann eben alles einen Einfluss auf das natürlich vorhandene Potenzial, das dabei errechnet bzw. bestimmt werden soll. Nun, was haben wir damit zu tun? Das war so ein bisschen Einführung ins Thema. Wir haben die Bau- und Umweltdirektion des Kantons Basel-Land, in dem unsere Fachhochschule auch beheimatet ist. Und die sind eigentlich auf uns zugekommen, also BUD, das ist eben die Bau- und Umweltdirektion, und hat gesagt, wir sind da dran, an diesem Thema dran. Das ist eigentlich auch schon eine längere Geschichte. An der ETH gibt es ein Projekt, das heißt Raum Plus. Das grenzt oder reiht sich dort irgendwie alles mit ein, also Raumplanung. Wie kann man eben solche Potenziale in dem Sinn erheben, sichtbar machen, aber auch zugänglich machen und natürlich ausschöpfen. Das große Schlagwort, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in der Schweiz heißt Verdichtung. Wie kann ich die bestehenden Ressourcen in dem Sinn optimieren oder eben verdichten? Ja, pro Parzelle, was soll da erhoben werden? Sie sehen es hier, also einerseits natürlich die Überbauung oder der Überbauungsgrad.
Daraus ableitend kann man natürlich dann sagen, wie groß ist das noch vorhandene Potenzial. Und wie ich gesagt habe, die Erschließung bzw. weitere bauliche Maßnahmen, je nach Lage der Parzelle, wie beispielsweise auch Lärmschutz, Lärmsanierung und so weiter. Das Potenzial, das leitet sich entsprechend daraus ab. Einerseits natürlich aus dem Nutzungsstand, der vorhanden ist, aber andererseits natürlich auch daraus, was ist geplant und was, wenn geplant und angenommen, am Schluss von diesem Potenzial dann wegfällt. Für das Projekt und für die Auftraggeberin sind beide Aspekte interessant. Also einerseits mal die Information pro Parzelle und andererseits natürlich auch die Erhebung für das Potenzial. Anforderungen. Ja, ich muss natürlich irgendeine Umgebung haben, in der ich diese ganze Information verwalten kann. Und wenn wir von Information sprechen, dann sprechen wir auch von räumlicher Information. Also es geht um die Geometriedaten auch, nicht nur an und für sich um die nackten Zahlen, wie groß ist eine Parzelle, sondern auch um deren Lage. Dann sollte eine entsprechende Anmeldung einen möglichst einfachen Zugriff haben, also sprich am liebsten eine browserbasierte Lösung, die über das Internet funktioniert. Und Informationen, die für diese Erhebung dieser statistischen Daten notwendig sind, die sollten möglichst einfach gemacht werden. Dann, ich nehme an, das freut Sie besonders, Open Source war gesetzt. Da muss ich vielleicht noch etwas ausholen. Wir haben mit dem BUT bereits eine andere Lösung erstellt. Das war eine Anwendung, auch webbasiert mit Open Source, im Bereich Schwachstellenanalyse des Langsamverkehrs. Und das hat uns eigentlich dann auch in eine gute Position gebracht, dass wir diese Anwendung realisieren durften. Und zum anderen war es aber auch eine gute Voraussetzung, dass wir sagen konnten, OSS hat sich bewährt in diesem Kontext. Also man hatte, in dem Sinn hatten wir schon einen gewissen Erfahrungshorizont, einerseits, unterseits bezüglich der technischen Komponenten, andererseits aber natürlich auch in der Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin. Ja, schließlich, die Anwendung sollte flexibel und erweiterbar sein. Ich komme später noch darauf zu sprechen. Das betrifft insbesondere die Attributierung der Parzellen bei deren Erhebung. Ja, die Datenhaltung, also Sie sehen das, ein paar technische Informationen, PostgreSQL 9.1 mit PostgreSQL 2.0. Dann die Datenquellen, also woher kam, man hat nicht auf der grünen Wiese angefangen, sondern es gab einen gewissen Bestand aus den amtlichen Daten. AV steht für amtliche Vermessung in der Schweiz. Und aus diesem Fundus hat man grundsätzlich mal geschöpft. Der war aber teilweise eben nicht überall aktuell und deshalb ergab sich ein gewisser Nachbearbeitungsaufwand, der dann mit dem Tool oder mit dieser Lösung, die wir implementiert haben, vollzogen werden kann. Export ist ganz wichtig, also dass die Daten nachher auch weitergegeben werden können, insbesondere fürs Reporting, aber nicht nur. Und Sie sehen, das sind jetzt halt proprietäre Formate. Also wir befinden uns da nicht in einer ausschließlich OSS-orientierten Umgebung. Nun, was nicht ist, kann ja noch werden. Und schließlich für die Visualisierung haben wir GeoServer eingesetzt. Unsere Erfahrung, ich denke, das, was ich jetzt hier erzähle, kann ich nicht global sagen, weder für den Kanton Basel-Land noch für die gesamte Schweiz selbstverständlich. Aber wir machen doch die Beobachtung, dass OSS erfreulicherweise immer mehr zum Einsatz und auch zum Zuge kommt und dass wir doch in der Verwaltung jetzt das eine oder andere Projekt so realisieren konnten. Ich muss dazu aber gleich auch einschränkend sagen, das ist meine persönliche Einschätzung, dass es stark von den entsprechenden Verantwortlichen oder Mitarbeitern abhängig ist, ob OSS so zum Zug kommt und in dem Sinn auch gepusht wird. Also ich würde da nicht ein generelles Gesetz oder eine generelle Aussage darüber machen, sondern ich denke, es hat viel damit zu tun, wie stehen die entsprechenden Mitarbeitenden oder Verantwortungsträger zum Thema OSS. Wir hatten jetzt das Glück oder das Vorrecht, dass wir mit Dr. David Rolli und seinem Mitarbeiter jemanden hatten, der sehr, sehr buchstäblich offen für diese Komponenten war. Ja, vielleicht mal so viel. Und ja, Geoprojekt, eben Open Layers, GeoServer und so weiter, eben das wissen Sie besser oder mindestens so gut wie ich, sind natürlich sehr populär geworden. Also, wie sieht es denn nun aus, das Ding? Das ist so eine Ansicht auf die Weblösung, die wir erstellt haben. Sie sehen da zum einen auf der rechten Seite gewisse Attribute bzw. Merkmale, Informationen, die man eben zur Parzelle jetzt eingeben kann. Eine dieser Parzellen ist im Moment gerade hervorgehoben. Sie sehen im unteren Teil, in der horizontalen, dann die Parzelle selbst. Und auf der linken Seite, Verzeihung,
wie Sie das kennen, eine Ebenenverwaltung bzw. Darstellungsinformationen. Also sieht relativ normal aus, sage ich jetzt mal. Nichts Weltbewegendes, wie man das halt so kennt. Hier die entsprechenden Softwarekomponenten, die wir eingesetzt haben. Rechtsseite die Serverkomponenten, also wir haben auf Django bzw. GeoDjango aufgesetzt und damit gearbeitet und dann für die Visualisierung GeoServer, das hatte ich bereits erwähnt, und die Daten liegen in einer räumlichen Datenbank PostgreSQL mit PostGIS 2.0 vor. Kleinseitig auch bekannte Komponenten, die sich soweit etabliert haben und insbesondere natürlich mit GeoXt und XJS schöne Möglichkeiten für ein attraktives GUI, also eine ansprechende Benutzeroberfläche. Ja, da gehe ich eigentlich gar nicht groß drauf ein. Einzig, vielleicht, das kommt noch auf der nächsten Folie dann. Für uns war ganz wichtig diese Split-Funktion. Die hatten wir ursprünglich, weil PostGIS 2.0 beim Start des Projektes noch nicht verfügbar war, mussten wir die sehr mühsam händisch implementieren und das war nicht ganz einfach, weil die Geometrien zum Teil Inseln aufwiesen und so weiter. Und wir waren dann natürlich sehr froh, als dann schließlich diese Split-Funktion zur Verfügung stand. Also Sie sehen auch mit dem SQL-Befehl von weiter oben gegenüber eigentlich dieser Funktion unten, das hat uns erheblich geholfen und da sind wir wirklich sehr dankbar dafür. Dynamische Attribute, das hatte ich auch bereits erwähnt. Also damit ist gemeint, dass eigentlich während der Bearbeitungsphase ein Administrator die Möglichkeit hat, ins Datenmodell weiter einzugreifen. Also wenn ich merke, ich brauche für eine Parzelle weitere Informationen, dann kann ich das während der Bearbeitung tun. Ich muss also nicht zuerst mein Datenmodell festlegen, dann ist es quasi in Stein gemeißelt und wenn ich was Zusätzliches habe, habe ich einen riesigen Aufwand, sondern das haben wir so gelöst, dass das dynamisch möglich ist. Und die Grafik, die Sie auf der rechten Seite sehen, soll das ein wenig illustrieren. Wir haben also unterschiedliche Parzellen, P1 bis P3 und dann die verschiedenen Möglichkeiten der Attributierung, eine hierarchische Beziehung oder schließlich dann aber auch die Möglichkeit einer netzwerkartigen Beziehung. Das will heißen, eine Parzelle kann mehrere Attribute haben und ein einzelnes Attribut kann seinerseits wieder mehrere Werte haben. Und schließlich noch, es können auch gewisse Regeln angewendet werden auf diese Attribute. Das hat einen Einfluss dann auf die Benutzeroberfläche. Je nachdem, was ich für eine Ansicht habe, was ich für ein Objekt selektiert habe, habe ich unterschiedliche Attribute, die mir einerseits zum Lesen, aber auch zum Befüllen zur Verfügung stehen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen einfach die Oberfläche, um für den Administrator diese Attributierung bzw. die Veränderung in diesem Bereich zu ermöglichen. Auch ganz interessant und auch sehr geschätzt von der Auftraggeberin ist diese Historisierung. Dort findet jetzt die erwähnte Split-Anwendung oder Split-Funktion Einsatz. Das heißt, insbesondere für die Potenzialbestimmung einer Parzelle. Angenommen, Sie haben eine Parzelle, die ist irgendwo bebaut, aber ein Großteil ist eigentlich noch frei. Dann kann ich sagen, ja, da könnte ich verdichten. Und jetzt kann ich mit dieser Split-Funktion beispielsweise die Parzelle teilen und kann so feststellen, wie würde jetzt beispielsweise eine neue Parzelle entstehen, die vollkommen noch frei ist für eine Überbauung und zur Verdichtung. Und wenn es interessiert, wie beispielsweise ein solcher Split-Vorgang weitergeführt wird, dafür ist eben diese Historisierung. Also Sie können sich dann vorstellen, dass sich das weiterzieht. Ich habe eine ursprüngliche Parzelle hier in Rot dargestellt. Die wird dann geteilt. Es gibt entsprechende Informationen, ein Zeitstempel. Und die wird dann aufgeteilt in zwei neue folgende Parzellen, die ihrerseits natürlich weitergeteilt werden können und so weiter. Und so kann man diese ganze geometrische Historisierung kann man so nachverfolgen. Beziehungsweise auch wieder rückgängig machen, wenn man einen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt haben möchte. Ich möchte aber an dieser Stelle betonen, dass es sich hier eigentlich eher um eine geometrische Historisierung handelt und nicht um eine Historienfunktion, wie sie in der amtlichen Vermessung bei uns verlangt wird. Die ist wesentlich aufwendiger und komplexer. Nun zum Export. Das hatte ich bereits erwähnt, eben Shapefiles, je nachdem, wenn die Daten in weiteren Anwendungen zur Verfügung stehen sollen, beziehungsweise wenn es eher um statistische Auswertungen geht, dann in Tabellenform, Excel oder entsprechend HTML mit druckbarer Ansicht, um nachher auch eine PDF-Ausgabe zu ermöglichen.
Ja, ich komme bereits zum Fazit. Wir befinden uns im Moment wirklich im Abschluss eigentlich der Implementierungsphase und die interne Einführungsphase, die hat so ein bisschen jetzt auch überlappend begonnen. Der April wird für das Boot in dieser Hinsicht sehr entscheidend sein. Also da wird man mit drei Gemeinden die Anwendung mal testen wollen und sehen, gibt es allenfalls Nachbesserungen, was könnte man vielleicht noch besser machen oder anders oder wie auch immer. Was man jetzt schon sagen kann, das sind aktuelle Aussagen eigentlich zum technischen Verantwortlichen seitens der Bau- und Umweltdirektion. Sein Fazit ist, dass man mit OSS die richtige Entscheidung getroffen hat, dass er in dem Sinn sehr zufrieden ist, auch wie die ganze Zusammenarbeit funktioniert hat. Auch das, was jetzt Ihnen zur Verfügung steht an Material, um das weiter zu verarbeiten, anzupassen etc. Also er hat dann eben, Zitat, eine unheimliche Flexibilität bei der Entwicklung soweit festgestellt und aus seiner Sicht Kosteneinsparung. Ich denke, das ist ja doch auch immer wieder ein wichtiges Argument und wenn man es dann halt mal direkt von einer Auftraggeberin hört, denke ich, ist das was anderes, als wenn es eine oder ein Unternehmen schreibt, das mit OSS sein Geld verdient. Nicht, dass es dort nicht richtig wäre, aber wenn man es eben von einer Auftraggeberin hört, die explizit das möchte, denke ich, hilft das sicher der Sache. Ja, ich bin da etwas durchgesaust, aber nichtsdestotrotz, also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und falls noch die eine oder andere Frage besteht, stehe ich zur Verfügung. Vielleicht noch genau, weil es eben auch aufgenommen wird. Ich möchte mich natürlich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Auftraggeberin auch bedanken für das Vertrauen.